Willkommen zurück und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in unserer zweiten Folge Until Dawn. Ja, wir sind zurück hier im grusigen Oh. Okay, wir werden ja schön begrüßt hier. Ja, wir sind zurück in unserem grusigen Örtchen hier. Bei unserer Teenie-Blockhütte. Sam. Hannas Beste umsichtig, abenteuerlustig. Okay. Gewissenhaft. Hallo? Ist jemand hier? Oh, dieses Creepvieh ist immer noch da anscheinend. Und natürlich kommt man als kleines, zartes Mädchen einsam und verlassen in einem grusigen Wald an. Das ist natürlich gängig. Ich meine, ich würde auch immer allein in den Wald gehen, also das ist ja... Jo. Gucken wir mal hier. Oh, was? Ja, schön. Na, klettern wir mal schnell rüber. Gucken, vielleicht rutscht er noch ab. Oh! Oh, das war knapp. So. Gar nicht mit gerechnet, dass ich jetzt eine Aktion bringen muss. Immer sein, dass da irgendwo ein Typ hockt oder irgendwas Ekliges, ne? Also, wenn ihr alleine im Wald unterwegs seid, denkt dran, hinter jedem Baum. Oh! Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Okay, ich mach nix, ich mach nix, ich mach nix. Echt süß. So, weiter geht's. Unsicher bist, was ihr seht. Aha. Das ist ein guter Tipp. Denn ihr wisst, ich peile ja oft ein bisschen rum und so. Ne? So. Mal hier. Cool. Ah, seht ihr die Totemerklärung? Gut. Könnt ihr kurz Stopp machen, wenn ihr lesen wollt? Ich weiß ja ungefähr. Oder werd's ja sehen. Es ist mich lieber überraschen. Ja. Ich will's umdrehen. So. Schwarz. Das war doch tot. Führung. Okay. Naja. Zukunft ist ungewiss. Oh. Ah. Totensammlung, okay. So. Chris? Cool. Bist du hier? Anscheinend nicht. Ja. Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Nee, ich bin nicht neugierig. Ich fühle lieber nicht in den Sachen vom Kopf. Sowas interessiert mich nicht. Ah, Chris, das hat die Geschichte verändert. Hey, du bist hier. Es verknallt in Ashley. Okay. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Guck mal, was er zu bieten hat. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm
komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. So, dann wollen wir mal zeigen, wie männlich wir sind hier. Joa, joa. Ach, hier oben. Easy getroffen. Ihr seht, kein Problem für uns. Oder helfe wow, den guten Chris. Oh, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Nee, also wir werden jetzt kein Eichhörnchen abknallen, wenn du das von uns willst, du Spiel. Aber man könnte, habt ihr gesehen. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Also, wir haben die Geschichte wieder verändert anscheinend. Jetzt spielen wir Quiz. Ja, jedenfalls, wir sind ein Jahr nach dem Vorfall mit den beiden Mädels unterwegs hier. Mann, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, ach, da hat es gerade gesagt. Moment, bitte. Ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Naja, bevor ich ein Zelt penne, ne? Würde ich auch in so eine Hütte. Muss echt schwer sein für Josh. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Das stimmt allerdings. Wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Sanatorium. Nur sein Werk. So, was haben wir hier noch? Ah, und eine creepy Videoaufnahme. Hä? Wenn jetzt was rumgeflitzt wäre. Oh. Da ist er. Das heißt, langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das eigentlich? Ist ein großer Berg. Ja. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wird er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Wann kommt das Buch raus? Was? Dein Poesiebad. Der schlafende Riese von Blackwood Forest. Ach, lass das. Endlich. Kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hierbleiben, aber okay. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Wow.
Alles klar, lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay, dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Ah, da haben wir die erste Anspielung, Leute. Aber hat er recht. Ja. Sein ganzes Leben ist so bestimmt. Ach, da oben wartet schon jemand. Ah, die konnte ich nie leiden. Respektlos, da habt ihr es, da steht's schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Mann, das sind alles so eine Gerippe. Was ist los mit dir? Oh, was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ordentlich draufgedrückt. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich hab viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey! Ja. Was ist denn das? Chris! Meine Güte! Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Na, können wir ja gleich. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow. Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Es ist immer besser, gleich die Wahrheit zu sagen. Okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Tja, das... Ehrlich, hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Oh, Emily, Mikes Ex. Ah ja, das haben wir doch. Dann wäre es nicht mehr so malebisch. Emilys neuer Freund. Sportlich, weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Na, das macht er doch. Als Freund macht man das doch immer gerne. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Wie er läuft. Was glaubst du? Scheiße! Da ist er. Das ist ja der Arsch. Zu geil. Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte ja fast deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Aber wir sind mal noch ein bisschen nett zu ihm. Michael, ich spreche es jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das.
lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Ah, nee, der ist mir zu überdreht. Mist. Das wäre nicht mein Was? Typ. Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Jetzt geht sie ihm hinterher, Sorry, oder was? Ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann nicht warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Gott, das ist so schlecht, Mädchen. Nö, ich werde dir mal den Plan versauen. Ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und... Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich sage? Tut mir leid. Ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Boah, Gott, was ist mit ihr denn los? Okay. Gut, was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Gott, oh Gott, wenn das meine Freundin wäre. Werde bloß nicht so, Mädels, werde bloß nicht so. Noch ein neuer. Eine. Ashley ist verknallt in Quirrs. Neugierig, offen, fleißig. Okay. Ah ja, jetzt können wir ein bisschen gucken. Da unten sitzt er. Wow, hallo. Ah, okay. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Ja, aber so klar. So schlecht eigentlich, ne? Oh, oh Gott! Hey, wow. Alter. Tut mir leid, Herr Schiche. Wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir Scheiße. An? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Ja, ja, guck mal ruhig rein. Guck mal ruhig rein. Ja, siehst dir an. Klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte. Alter! Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Dazu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Merde. Oh, jetzt gibt's gleich Stress. Ah, ich würde da auch ein bisschen ausrasten, ganz ehrlich. Aber ich wäre auf beide sauer. Für mich wäre das abgehakt. Buch lesen. Wir sind mal oldschool hier heute. Oh, das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Oh, hier. Au! Oh, der gesessen. Das wirst du büßen, das weißt du. Du, Alter, du Schweineweh, und Schneeball, ne? Wenn du das Ding richtig hart formst, ey, da bist du ein Stein eigentlich. Wow! Aim on point. Hey! Ja. Oh,
Hallo. Komm schon. Hey, Mike. Boom, Schakalaka. Okay, jetzt hast du mich. Schon gut. Kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne alle einfach nichts deine tun, okay? Soll das eine Beeinflussung sein? Komm mal, da hockt er. Ah, und jetzt kann man direkt abschießen. Perfekt. Oh, so geht das. Ich finde dich, Jen. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Zweimal bestehen, Sack. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ach, ich weiß nicht. Ist mir so unsympathisch, ich weiß auch nicht. Du, wenn's so wäre. Okay, lächelt okay so falsch und so. Sagen wir also mal, ich hab gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeballqueen. Okay, das klingt fast schon. Ja, die andere ist mir noch unsympathischer, also. Ah, stimmt. Verdammt. Mike küssen. Natürlich. Oh Gott, vor Romantik gar nicht mehr zu toppen, diese Szene. Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? Guckt da die Schlimmer raus bei ihr, oder was ist da los? Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. So. Oh, wir sind wieder beim Psychiater, das heißt, die Runde ist gleich vorbei. Da sind wir wieder. Und wie fühlen dieser Freak uns jetzt? Den finde ich am gruseligsten, ne? In der vergangenen Sitzung haben wir festgestellt, dass du gewisse Dinge fürchtest. Und zwar Tote oder Untote. Hm? Tote dieses oder Mal Untote? Versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Oh, ey, wenn jetzt ich sowas nimm dieses Buch und blättere darin. Dieses Psychogequatsch. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Naja. Keine Ahnung. Ah, umblättern, okay. Ja, Gedränge ist scheiße. Gedränge ist scheiße, da hat er recht. Ja, eher ertrinken. Ist mir schon zweimal fast passiert, also von daher ist das gar nicht mal so unrealistisch. Oh mein Gott, das Spiel kennt mich. Ratten machen mir keine Angst, wir haben Ratten, von daher. Schlangen machen mir auch keine Angst, aber okay. Ja, nö. Boah, ja, so halt, ne. Das Küchenmesser da drüben ist nun nicht so schlimm. Kakerlaken. Habe ich schon mal gegessen. Aber, ja, gegessen. Habt ihr richtig gehört? Ja, machen wir mal Vogelscheuchen. Aus dem Grund, weil wir das letzte Mal den Clown gewählt haben. Mal gucken, was hier. Blut ekelt mich nicht an. Als Therapeut und so weiter. Genug OPs gesehen. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Was sollte das jetzt? Warum hat er jetzt auf den Tisch gehauen? Was soll das? Ist der doof? Versuche es etwas schneller. Je mehr Gott du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten auf den Tisch und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Ja. Mhm. Oh, Spinnen sind schon ein bisschen kacke. Oh, Spritzen, nö. Okay, Krähen. Das
Das ist schon wieder, worauf der hinaus will. Ja, eher Zombies. Da man ja heutzutage täglich Zombies sieht, anscheinend. Vor Wölfen habe ich keine Angst. Krähen sind auch nicht beängstigend. Was will der mit dieser Krähe, Mann? Ja, Stürme sind schon creepy, Mann. Wenn du nur in so einem kleinen Zelt hockst und du erlebst mal so ein richtiges Gewitter. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Mhm, bitte, bitte. Spinnen, Zombies und Gewitter. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ja, Leute, unsere Zeit ist auch um. Ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ich werde hier wieder einen kurzen Cut machen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Wir sehen uns in der nächsten Runde, meine Lieben. Bis dahin.